Mai 2007. Dieses rätselhafte Wesen gerät in eine Falle auf einer Farm in Mexiko. Der Bauer ertränkt die Lebensform aus Angst. Seit Ende 2008 wird der Kadaver wissenschaftlich untersucht und der Fall wird immer rätselhafter. Mittlerweile fragen sich selbst seriöse Wissenschaftler, ob das Wesen von dieser Welt ist. Die Tests in den Labors ergaben, es handelt sich um keine Art, die auf der Erde bekannt ist. Der Körperbau weist offenbar Merkmale von Echsen, aber auch von Menschen auf. Das Lebewesen hatte ein besonders großes Gehirn, war möglicherweise sehr intelligent. In der Region um Metepec gibt es häufig Berichte von UFO-Sichtungen und Kornkreisen. Daher der Verdacht, es könnte sich um ein Wesen handeln, das von außerirdischen Besuchern zurückgelassen wurde. Bauern berichten, sie hätten damals ein zweites Wesen fliehen sehen.